Wie wird die Identität eines Volkes sonst bestimmt? Zum Beispiel durch die Sprache, würde man annehmen. Bei den meisten Völkern ist das so. Bei den Deutschen haben wir eben schon gemerkt, ist das ein bisschen kompliziert. Die meisten wissen gar nicht, wie man es schreibt. Und auch wie man es spricht, das ist auch nicht immer so. Da müssen wir mal nachmittags Privatfernsehen anschalten. Diese Talkshows, da kann keiner richtig Deutsch. Also weder die Gäste noch die Moderatoren. Das ist eine eigene Sprache. Und weil eben die Verwirrung so groß ist, vor wenigen Monaten gab es in der benachbarten, also in diesen südlichen Vororten von Düsseldorf, in Köln, gab es, weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, in der Köln-Arena gab es einen Deutschunterricht. Und zwar eine Stunde Deutschunterricht. Und das war die größte Stunde Deutschunterricht, die es überhaupt jemals gab, was von der Zuhörerschaft. Da waren 15.000 Menschen, habe ich da eine Stunde lang mit deutscher Sprache auseinandergesetzt. Das war sogar im Guinness-Buch der Rekorde. 15.000 erwachsene Menschen. Man fragt sich, ist es so weit mit uns Deutschen, dass wir... Na gut, es kann natürlich auch am Standort liegen, es war in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat so eine große Fehlstundenquote. Die Leute wollten einfach mal wissen, wie das ist, Unterricht. Ja, aber trotzdem, also es zeigt ein Problem. Die Leute empfinden ihre eigene Sprache, gerade junge Menschen empfinden unsere eigene Sprache als schwer und kompliziert. Und dabei ist das absurd. Unsere Sprache ist nicht schwer. Gehen Sie mal nach Borneo, gehen Sie da mal hin. Wie da die Sprache der einen Ureinwohner da, die ist so kompliziert, da gibt es Knacklaute, da braucht man zum Teil 25 Jahre, um die richtig erlernen zu können. Das ist tragisch bei einer Lebenserwartung von 19 Jahren. Ja, also, Sie sehen, die haben viel größere Probleme, ihre Sprache zu lernen. Und andererseits, und das auch die Schriftsprache ist bei uns nicht kompliziert. Ich finde, die Polen oder Franzosen haben es viel schwerer. Hier, die Polen, die brauchen zum Teil 5 Buchstaben, um einen einzigen Konsonanten irgendwie auf Papier zu bannen. Hier. Buchstabieren Sie mal die polnische Stadt Częstochowa. Viel Spaß bis morgen. Das wird kompliziert, das werden Sie merken. Oder auch hier, oder Frankreich zum Beispiel. Da gibt es den kleinen Ort Batteux. So, Batteux, wie würden wir das schreiben? Wahrscheinlich mit Ö. Batteux. Die Franzosen brauchen, um das zu bewältigen, brauchen die 4 Buchstaben. Ein E, ein U, ein I und ein L. Ich bitte Sie, wo steckt ein L in einem Ö? Ja. Bei Montreux noch härter, ein E, ein U und ein X. Wo steckt ein X in einem Ö? Das ist absurd. Und da, so gesehen haben wir es noch viel einfacher. Wir Deutschen haben es viel einfacher, aber trotzdem ist das noch zu schwer für viele Jugendlichen. Deswegen orientieren die sich an der wahrscheinlich einfachsten Sprache auf der Welt, die sogar von Kühen zu erlernen ist, Englisch. Englisch ist wirklich total einfach. Englisch ist noch einfacher als alles andere. Und das fällt aber unseren älteren Herrschaften schwer. Ich weiß nicht, ob Sie die Rheinische Post in letzter Zeit gelesen haben. Da ist ja ein starker Streit über diese Anglizismen. Gerade ältere Menschen fragen, Moment, warum soll ich Second Assistant Desk Manager sagen? Wenn es auch einfacher geht. Schalterbeamter. Warum soll ich Mobile sagen, wenn man auch... Handy sagen kann, ja? Oder da sagt man immer Toaster. Das geht doch auch anders. Also Brotscheiben-Braunröster. Ja, gut, Sie werden jetzt sicher sagen, naja gut, aber das hat eben mit den neuen Technologien zu tun. Die kommen eben aus dem angelsächsischen Raum. Hier der Computer zum Beispiel. Und klar, im Computer surft man dann eben. Wie soll man das auch sonst ausdrücken? Ja? Da könnte uns natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen die DDR helfen. Da waren ja englische Ausdrücke verpönt. Und da gab es eine Übersetzung für Surfen. Ja? Die nannten das Brettsegeln. Aber soll ich jetzt zu meiner Frau sagen, Schatz, ich brettsegle mal eben im Zwischennetz? Das ist doch absurd. Aber trotzdem, das ist eine Belastung für unsere Sprache. Unser Duden zählt in den letzten 8 Jahren allein 8.000 neue Einträge. 8.000. Das sind 3 pro Tag. 3 neue Wörter pro Tag. Man, gut, manchmal beschreiben die auch nur einen Vorgang. Wie zum Beispiel das schöne alte deutsche Wort entlassen, das hat 50 neue Einträge. 50 neue, also outsourcen, freisetzen, dem Markt sozialverträglich wieder zuführen. Diese ganzen schönen Begriffe, die es dann niedlich machen. Also das gibt es auch. Das sind so Verwaschungsbegriffe. So gesehen, ich glaube, die wahre Zahl von neuen Begriffen reduziert sich eigentlich auf 3.000. Aber auch das ist eben kompliziert zu lernen. Und andererseits werden eben schöne alte Begriffe aus der Sprache rausgeschmissen. Schöne Begriffe. Wie zum Beispiel die schöne, gute, alte Lorke. Wer weiß noch, was eine Lorke ist? Eine Lorke.
am Niederrhein auch Lorche genannt. Klingt ein bisschen nach, bäuerischem Arbeitsgerät, ist es nicht. Das ist ein schlapper Kaffee. Das ist ein Kaffee, der das zweite Mal durch einen Filter nochmal durchgefiltert wurde. Gibt's heute gar nicht mehr im Zeitalter des Latte Macchiato. Hm? Gehen Sie heute mal in einen Coffee-to-go-Shop und sagen, ich hätte gerne eine Lorke. Die verstehen Sie ja schon nicht, wenn Sie sagen, ich hätte gerne einen Kaffee. Da muss man sagen, ich krieg eine Latte. Aber das finden die älteren Herrschaften wieder anzüglich. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, das sind komplizierte, das ist eine ganz schwierige Materie. Zum Beispiel auch andere Sachen. Ich finde, auch was auch auf den Hund geht, ist ja oft so alte Flurbezeichnungen gehen. Wir haben so schöne alte Bezeichnungen, das macht auch unsere Städte aus. Hier zum Beispiel Düsseldorf, der Wehrhahn, das ist so ein alt, oder der Hellweg im Ruhrgebiet, der immer wieder da irgendwo auftaucht. Ne? Das sind schöne alte Begriffe. Oder meine Tante zum Beispiel, die wohnt in einer Straße, die heißt Im Jammertal. Das stimmt wirklich. Also ich weiß nicht, ob ich da gerne wohnen würde, vor allem, weil das in Kloppenburg ist. Aber trotzdem, das ist doch, das klingt interessant, ja? Das klingt viel interessanter als die neuen Straßennamen, die wir dazu kriegen, hier in den Gewerbegebieten. Mitsubishi-Weg, ja? Oder in Neuss gibt es eine Nissan-Straße. Oder hier am Düsseldorfer Flughafen gibt es einen E-Plus-Platz. Vor allem frage ich mich, wie der heißen wird, wenn die da wegziehen. Aber Sie merken, das ist, und glauben Sie mir, das ist nicht nur in den Gewerbegebieten, das rückt immer weiter in die Stadt. Und wollen Sie eines Tages auf dem Opel-Zafira-Weg wohnen oder... Oder wissen Sie, oder dann in, warum nur große Firmen? Es können auch kleine Firmen vielleicht ihre. Und eines Tages haben wir in Garath die Saloniki-Grillstraße. Ja. Oder ich wohne eines Tages auf der Lotto-Toto-Annahmestelle Müllerstraße. Auch nicht schön. Ne? Aber vielleicht ehrlicher. Vielleicht ehrlicher, meine Damen und Herren, weil wir Deutschen, wir wohnen ja zum Teil noch so auf Goethestraße oder Schillerstraße, auch immer gern genommen. Das täuscht auch immer so eine Intellektualität vor, die wir Deutschen überhaupt gar nicht haben. Überhaupt in Deutschland wird immer so getan, als ob wir noch irgendwie, da kommen die und sagen, hier, wir brauchen Elite-Universität. Drei neue Elite-Universitäten, davon zwei in München. Und keine in Nordrhein-Westfalen! Ich wollte das nur mal gesagt haben. Nein, das finde ich, das ist nicht unser Problem, Elite-Unis. Glauben Sie mir, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist ein ganz anderes. Wir haben insgesamt überhaupt zu wenig Studenten. Deutschland liegt, was die Studentenzahl pro Kopf der Bevölkerung an, am unteren Ende der Skala in Europa. Weit unter Litauen und Lettland. Und wir sind ganz unten. Wir brauchen eigentlich mehr, aber es geht halt keiner mehr studieren. Kann sich eben auch keiner mehr leisten. Nur noch Rentner. Ist doch so. Entschuldigung, früher war das Eintrittsalter für Studenten beim Mittelalter lag bei 14 Jahren. Inzwischen liegt das bei 65. Ja, und das ändert. Sie müssen heute in die Unis gehen. Das ist ganz anders heute. Früher, da wurden demonstrierende Studenten, rebellische demonstrierende Studenten wurden von der Polizei aus dem Hörsaal getragen. Heute übernehmen das die Zivis. So, Opa Schmidkowski, ist jetzt genug mit Heidegger. Wir müssen noch Katheter wechseln. Das ist die Situation, meine Damen und Herren. Und es gibt auch andere Gründe. Auch für Jugendliche ist nicht nur das Geld. Auch für Jugendliche ist es auch gar nicht mehr attraktiv, da hinzugehen in diese Unis. Ich meine, Entschuldigung, die meisten Unigebäude, fahren Sie mal durchs Ruhrgebiet, diese ganzen Unis. Alles Gebäude aus den 60er und 70er Jahren. Das ist ja furchtbar da. Das ist ja... Dagegen ist jeder Plattenbau vor Ort von Bukarest ein architektonisches Idyll. Ja, da wollen Sie nicht auf die Uni Bochum, da geht man doch nicht um zu studieren, da geht man nur noch hin, um Suizid zu begehen. Also, glauben Sie mir, das ist, ja, von dem waren Sie mal da, also drumherum ist schön, aber das Gebäude selbst oder diese Gebäudelandschaft ist nicht schön. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich nicht richtig viel in unsere Bildung investieren. Und das war aber eben schon immer so. PISA hat in Deutschland eine Tradition, eine lange. Man kann sogar sagen, ja, dass wir diesem Umstand der Bildungsferne hier in Deutschland überhaupt unseren Namen zu verdanken haben. Ja, im Frühmittelalter wurden die Menschen als Diutichin bezeichnet, die zu doof waren für Latein und nur ihre Volkssprache gesprochen haben. Das war so. Papst Gregor der Siebte hat diesen Begriff erstmals benutzt, und zwar hat er einen Brief geschrieben an den damaligen ostfränkischen König Heinrich IV., der ja unbedingt Kaiser des Heiligen Römischen Reiches sein wollte. Und da hat er den ein bisschen provokant als Rex Teutonicorum bezeichnet, also der König der Deutschsprachigen. Im damaligen Sprachverständnis hieß das der König der Dumpfbacken. Aber das Interessante ist, Heinrich IV. Hat das gar nicht als Beleidigung wahrgenommen. Der hat gesagt, stimmt.
Guck mal, ich kann kein Latein, lesen und schreiben kann ich auch nicht. Ich bin ein Deutscher. Und so ist dann der Name tradiert, weiter tradiert worden. Und bis zum Jahr 1150 hat er sich dann durchgesetzt. Die Deutschen. Übrigens, was interessant ist, zeitgleich entstand dann auch der Begriff Wurst.